Ja, erstmal herzlichen Dank, Herr Professor Klabroda, für die Einladung hier zum begehbaren Ort im Rahmen von Vinode. Welchen konkreten Vorteil versprechen Sie sich für Ihre Hochschule an der Mitwirkung in dem Projekt? In der Forschung mitzuwirken in diesem Projekt und das natürlich letztendlich auch in der Lehre wieder umsetzen zu können, das ist ein entsprechender Vorteil. Und des Weiteren ist es natürlich auch so, dass wir natürlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir aus dem Projekt ziehen, natürlich auch sofort an unsere Studenten weitergeben können. Und die Studenten damit natürlich immer am Impuls der Zeit und die neuesten Dinge lernen. Und das, denke ich, ist ein Mehrwert schon für die Studenten an der Stelle ebenfalls. Und natürlich auch für die Stadt Zwickau Vorreiter zu sein, in so einem Reallabor teilnehmen zu können und diese energetischen Fragestellungen der Zukunft jetzt schon in der Realität betrachten zu können. Das ist, denke ich, einer der wichtigsten Punkte an der Stelle. Vinode ist für uns eigentlich ein Stück weit eine Blaupause fürs Energieversorgungsnetz, wie wir es ausrollen können, wenn alles gut funktioniert. Und daran glaube ich, dass es so funktioniert.